Hey du! In meinem heutigen Minecraft Shorts Video zeige ich dir, wie du ganz einfach an einen Dreizack bzw. Trident rankommen kannst. Wenn dir das helfen sollte, würde ich mich sehr freuen, wenn du auch mir helfen könntest, indem du mir im Stand ein Abo dalässt, falls du es nicht eh schon gemacht hast. Aber ich würde fast sagen, ich lege direkt mal los und zeige dir, wie das Ganze geht. Ja, einen Dreizack könnt ihr in Minecraft eigentlich nur von einer Quelle kriegen und das sind diese Freunde hier. Das ist ein Drowned Zombie, das ist also kein normaler Zombie, sondern eine Variante davon und das ist eben halt ein Drowned Zombie eben. Der spawnt in Flüssen, in Ozeanen oder auch in Dripstone Caves teilweise, also in der überfluteten Variante, sag ich mal. Und das Besondere an diesen Zombies ist, dass auch ein normaler Zombie zu diesem Zombie werden kann, nämlich wenn er quasi im Wasser einfach ertrinkt. Das Ding ist aber, wenn ein Zombie zu so einem Zombie hier konvertiert, also ein normaler Zombie zu so einem Zombie hier konvertiert wird, dann kann er keinen Dreizack in die Hand kriegen. Allerdings die natürlich generierten Varianten, wie gesagt aus Flüssen, Ozeanen oder entsprechend auch aus Dripstone Caves, die wiederum können mit einem Dreizack spawnen. Und wenn ihr Glück habt und den wegklatscht, dann droppt ihr entsprechend seinen Dreizack. Und das wär's auch schon, damit sind wir auch schon fertig für das heutige Video.